Hallo und herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay zu unserem Wochenbericht. Übrigens, das habe ich in den ganzen letzten Videos vergessen zu erwähnen. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann bitte einfach Daumen hoch unter dem Video und Sie können auch dort den Kanal ins Abo nehmen. Und dann werden Sie immer automatisch informiert, wenn ein neues Video erscheint. Würde uns sehr freuen. Was hat sich getan? Also diese Woche war eine besondere Woche. Warum? Es hat 3 Tage geregnet. Nach dem langen, trockenen Sommer, den wir hatten, war das richtig, richtig notwendig. Wie sich übrigens der Regen auf unsere Baustelle ausgewirkt hat, kann ich Ihnen einem ganz einfachen Beispiel kurz erzählen. Der Fluss in Paraguay ist einer der wichtigsten Zulieferer für Materialien, die über den Bootsweg hierher transportiert werden. Zum Beispiel wird 90% des Zements hierher transportiert. In dem Moment, wo es so trocken ist, wie es in den letzten Monaten war, sinkt der Pegel des Flusses so extrem, dass eine Schifffahrt nicht mehr möglich ist. Sie können sich vorstellen, was mit dem Zementpreis passiert, der explodiert. Und genau das ist passiert und dementsprechend hatten wir deutlich erhöhte Zementkosten. Aufgrund des neuen Regens ist der Flusspegel allerdings wieder hervorragend hoch und die Schiffe kommen wieder und die Zementpreise sind gefallen. Gut so. Auf der anderen Seite, 3 Tage Regen, so gut das für die Natur ist, natürlich jetzt bei uns auf der Baustelle, damit gab es nur 2 Arbeitstage. Und da hat sich natürlich nicht so viel getan. Aber was sich getan hat, das ist auf jeden Fall wert, gesehen zu werden. Und wir legen los. Das erste ist, die Glasbausteine, die hier reinkommen, die ersten 8 Stück sind schon drin. Und diese Woche, die kommende Woche, werden die anderen 8 Stück folgen. Man sieht auch hier schon die Vorbereitung des Sicherungskastens. Ich mache ihn mal auf. Wie ich schon sagte, es ist nur die Vorbereitung und man sieht hier unten auch das Leerrohr, was hier oben reingeht, wo dann die ganzen Kabel zur Sicherung hingezogen werden. Gehen wir weiter. Ja, hier ist fertig verputzt worden im Bad. Schauen wir uns das einfach einmal an. Da kommt dann demnächst natürlich noch die Farbe hin und die Armaturen. Und dann ist das Ganze auch bereit, dass auch natürlich hier eine Badtüre hineinkommt. Das Schönste, was wir diese Woche zeigen können, ist unser Schuppen. Und zwar, das Dach war ja letzte Woche schon fertig. Das heißt, diese Woche, diese vergangene Woche, wurde angefangen, die Fliesen zu verlegen. Und genau das schauen wir uns an, denn wie gesagt, das sieht man sehr schön. Der Schuppen ist fast fertig. So, jetzt sollte sich auch das Licht angepasst haben und hier sieht man es schön, der Schuppen ist vollständig gefliest. Und was für uns schön ist, denn wie gesagt, mit dem Dach bauen wir ja auch zum ersten Mal. Wie gesagt, unsere Erfahrung hat gezeigt bei unseren ersten 2 Bauprojekten, dass das normale Ziegeldach sich sehr aufheizt. Und ich muss sagen, ich merke es jetzt schon, wir haben es jetzt etwa 10 Uhr in der Früh. Es ist ein verhältnismäßig kühler Tag, das heißt, wir werden erst so um die 23, 24 Grad haben. Heute soll es bis 30 gehen, aber ich merke schon beim Hereingehen hierher, wie angenehm frischer es ist, gefühlt frischer es ist. Was ich noch dazu erzählen möchte ist, warum ist es denn in Paraguay während einem Bau so wichtig, selbst dabei zu sein? Also wir gehen täglich mindestens einmal auf die Baustelle und in der nächsten Bauphase, wo wir das erste Doppelhaus bauen werden, werden wir sogar täglich mindestens 2-mal gehen. Die Frage ist, warum? Wir haben doch einen Architekten. Natürlich haben wir einen Architekten, wir haben sogar einen sehr guten Architekten. Aber es gibt einfach kulturelle Unterschiede. Das heißt, in Paraguay, hier haben wir die lateinamerikanische Kultur, sind einfach andere Sachen, ich sag mal, wichtig oder man sieht Dinge anders, als wir sie in Europa sehen. Und ich meine, das ist einfach zu verstehen. Das ist genauso richtig wie unsere Einstellung. Allerdings, wenn wir es so haben wollen, wie wir es gewohnt sind, wie wir es mögen, dann müssen wir natürlich dementsprechend immer ein Auge drauf haben.
Ich fange mal mit ein paar Kleinigkeiten an. Wie gesagt, die Holzhütte, das ist jetzt fertig, aber natürlich noch nicht die Endabnahme. Das heißt, diese Kleinigkeiten, die ich Ihnen jetzt alle zeige, das ist ganz normal, das muss passieren. Aber es gibt eine Sache, die können auch wir nicht mehr korrigieren. Und das ist zum Beispiel der Boden. Fällt Ihnen auf, dass die Fliesen eigentlich falsch verlegt sind? Und zwar das Fliesenmuster geht ich sage jetzt einfach mal rechts nach links, das ist die kurze Seite. In Europa, oder zumindest wir mögen es so, dass die Laufrichtung immer entlang der langen Seite ist. Wir haben zwar, wie gesagt, die Fliesen extra rausgestellt und auch hingelegt, eine dementsprechend, aber Sie sehen, wenn man nicht da ist, in dem Moment, wenn der Fliesenleger kommt, dann dreht er es auch nochmal rum, weil für ihn ist es so besser. Für uns werden es gerne anders gehabt. Ist ein Schuppen, ist gar kein großes Problem. Bei den Hauptgebäuden, bei den Doppelhaushälften sind wir immer dabei und werden, wie gesagt, bei den ersten Fliesen persönlich dabei stehen, dass auf jeden Fall sie richtig verlegt werden. Schauen wir uns andere Kleinigkeiten an. Man sieht zum Beispiel auch hier, die Nägel stehen noch raus. Da müssen wir einfach nochmal sagen, bitte die Nägel dementsprechend alle reinhauen, damit keine Nägel mehr rausstehen. Wie gesagt, da könnten wir jetzt an verschiedenen Stellen gehen und es ist einfach so. Eine andere Kleinigkeit ist zum Beispiel hier oben beim Giebel sieht man, das Holzstück, was da ist, ja, das ist eigentlich ein Abfallsholzstück. Man sieht, wie viele Nagellöcher da drin sind, das wurde schon tausendmal für irgendwelche Holzhalterungen außen benutzt. Und die restlichen Balken überwiegend, die wir hier sehen, vor allem das hier, das ist Pinienholz, sehr schönes Holz, riecht auch sehr angenehm, kann ich Ihnen leider jetzt im Video nicht mitgeben. Ist ein bisschen schade, dass man das von oben genutzt hat. Werden wir aber auch nochmal fragen, ob wir da ein anderes Holzstück kriegen. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden diese Holzsteine alle nochmal streichen lassen. Aber das sind die Gründe, warum es wichtig ist, dass man vor Ort ist beim Bau. Es ist einfach, ich habe es vorhin schon gesagt, Einstellung ist eine andere Einstellung. Wir haben die westlich-europäische Einstellung und hier haben wir die lateinamerikanische, südamerikanische Einstellung. Beide richtig, beide haben ihre Vorzüge, aber gerade wenn es ums eigene Häuschen geht oder ums Bauprojekt, dann ist es natürlich wichtig, dass man es so bekommt, wie man es sich vorstellt. Heißt aber auch, mindestens einmal jeden Tag auf der Baustelle vor Ort. Übrigens, jetzt könnte man sich sagen, ja, einmal die Woche reicht doch. Habe ich am Anfang auch gedacht. Vergessen Sie es. Mindestens einmal täglich. Ich komme immer wieder her, schaue mir alles an und dann sehe ich, Moment, aber hier und da und nein, das geht nicht und so sollte man es machen und hier auch hätte ich es gerne anders. Funktioniert, weil ich ja sofort dabei bin. Wenn einem das erst auffällt, wenn das Ganze fertig ist, können die meisten Sachen nicht mehr korrigiert werden. Das einfach so ein bisschen, um Ihnen unsere Erfahrung auch mitzugeben, damit Sie wissen, bauen, super, funktioniert alles, aber man sollte auch dabei sein. Ich bedanke mich, ich hoffe, das war wieder interessant für Sie, wünsche Ihnen ja, eine schöne nächste Woche und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinschauen im Zen-Garten Paraguay. Und bitte nicht vergessen, hat es Ihnen gefallen? Daumen hoch und unten den Kanal ins Abo nehmen. Ihr Zen-Garten-Team Paraguay. Tschüss!